Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Banners Steel Sky. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen rumprobieren. Ich habe noch keine Ahnung, was wir genau machen müssen hier. Wir wollen erstmal mit dem Alten hier nochmal reden. Cyberspace, da kann man nicht weiter. Don't mind me. Ja, okay, hier geht's auch nicht weiter. Bei den Sicherheitswächtern ging's nicht weiter. Im Cyberspace hatten wir zwar diese Stimmgabel, aber gebracht hat's uns im Moment noch nicht wirklich was. Ich schätze mal, da muss uns erst Eduardo helfen. Ich habe ja gedacht, wir könnten ihm diese, weil er ja so dieser Hobbygärtner ist, diese Gartenschere ihm geben, aber die ist so stumpf. Ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen können. Mit Lamb nicht reden. When did you last see Anita? When I sent her to the testing room. Why wasn't she given a rad suit? I don't know, it's not my fault. You deserve to lose your status. Now it's your turn to be a D-Link. Hey. Moment. Nee. See you later. Okay, reden wir vielleicht nochmal mit dem einen Typ, der da drin ist. Wir könnten auch nochmal mit dem Wachmann reden, aber wahrscheinlich bringt es da auch nichts. Auf der zweiten Ebene mit Anker zu reden und den Reiseführer bringt, glaube ich, auch nichts mehr. Höchstens vielleicht mit dem einen Typ noch. Never mind. Der vor dieser Chirurgie steht. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Nochmal mit Eduardo reden, aber Hatte ich sonst noch in der letzten Folge irgendwelche Ideen angesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Never mind. Jetzt reden wir erstmal auf der zweiten Ebene mit dem einen Typ. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Galaga dürfte jetzt hier nicht mehr drin sein. Ist da vielleicht irgendwas anderes drin? Oder hat er was liegen lassen vielleicht? Nee. Hat nichts liegen lassen. Das wäre jetzt auch nur noch eine schöne Idee gewesen. Dass er da was hat liegen lassen, was wir jetzt noch brauchen könnten. Oh, guck mal, der Typ ist weg. Oder war das der andere, mit dem Galaga gespielt hat? Könnte es sein, aber ich weiß es nicht mehr. Rechts, links. Nee, da drüben ist eigentlich nichts mehr. Und mit den Eduardo brauchen wir ja auch nicht zu reden. Oh, Moment mal. Hier ist offen. Hier ist irgendwas. Hier geht's weiter. Silence in court. Security Services, Department of Justice, Inc. Judge Chutney presiding. Court is now in session. Silence! I recognize that villain. An habitual criminal, if ever I saw one. That's Mr. Greaves, my lord. The counsel for the prosecution.
Silence when you speak to me. Oh, jemine. Now, who is the first contestant? Defendant, my lord. The case of Union Security Services versus Howard Hobbins. Howard Hobbins, come on up. Nice to see you, Howard. You're not nervous, are you? Not really. The defendant is accused of gross contempt and assault of a security officer. Intolerable. What have you got to say for yourself, eh? I've been framed, Your Honor. May I elucidate, my lord? Go on then, but hurry up about it. Officer Blunt was investigating a complaint made against Hobbins. After questioning the defendant, he was the victim of an assault. Bah! Monstrous! Off with his head! Just a flippant minute. Who's defending me? Defence? Is he entitled to any? I'm afraid so, my lord. Upon my soul, whatever next? Who'd be silly enough to defend this wretch? Okay. Very well. Let's get on with round one. Fingers on the buzzers, everyone. I wish to call Officer Blunt. Call Officer Blunt. Wo sind wir jetzt da nur reingeraten? Please tell the court what happened. Oh, I was assaulted. And is the culprit present in the court? Ah, that's him in the overalls. I rest my case, my lord. Good. Where's my black cap? We haven't heard the defense, my lord. Is it really necessary? Oh, go on. Just don't take all day. Oh, yeah. Okay, also dann, Officer Blunt. Now then, Officer Blunt. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt mach hier keinen Fehler. Wie kam es zu Ihren Verletzungen? What was the nature of your injuries? I got very wet. But you didn't suffer any physical harm. I could have caught a nasty cold. Okay, dann erzähl mal, wie sie nass gemacht worden. Tell the court how you got wet. While patrolling on Bellevue, I was saturated by a sudden shower. Did you ascertain its source? Oh, yeah. I heard laughter from the walkway hubbub. So, you saw the accused pour the liquid? I couldn't see anything. My eyes were full of water. But I'd recognize his laugh anywhere. Just how well do you know Hobbins? I've never met him before. And yet you say you recognized his laughter. I don't know. Who lodged the complaint against Hobbins? Objection, my lord. Defense is contriving to lead the witness. It was a simple question. I wish to establish the seriousness of the complaint made against my client. I shall permit the witness to answer. However, I'm awarding Mr. Greaves 5 points for a well-timed interruption. So who did lodge the complaint? It was Daniel Pierrepont. What was Mrs. Pierrepont's grievance? Cruelty to her pet dog. I interviewed Hobbins on 4 occasions. But he still hasn't confessed. Ach. Okay, jetzt verstehe ich's. Ich saß jetzt echt auf der Leitung. Es geht um den Hund, der in den Teich gefallen ist. Und das wollen sie ihn beschuldigen. Dabei waren es wir. Okay. Jetzt habe ich's, was da passiert ist. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann.
Did you examine the dog? I tried to. And? The bugger bit me. No further questions, Your Honor. I'd like to question the defendant. Did you assault Officer Blunt? Objection, my lord. Why, men, what's wrong? Repetition, my lord? Objection overruled. Are you guilty of assault, Howard? Not me. I was fixing one of the cooling pipes, and it burst. So Blunt's soaking was an accident? Not exactly. Why did the pipe burst? Some joker had cut a power cable and overloaded the steam release in the power station. That's what damaged the cooling pipe. Oh, I see. Auch dafür sind wir verantwortlich. Did you laugh at Blunt's predicament? Laugh? I'd nearly wet me pants. No further questions, Your Honor. So. Mr. Greaves, you may start the bonus round. The facts speak for themselves, little one. Hobbins is a cruel and callous man with no respect for law and order. I recommend the maximum possible sentence. Oh, man. Any comments from the defense? I don't believe this is happening. This is total madness. You've all been warped in some way. And I think Link is the cause. Silence! I've heard quite enough of this nonsense. So it's time for me to make my judgment. Howard Hobbins, you've won tonight's star prize. Okay. Life imprisonment. However, in view of your service to the city, I'm going to reduce your sentence. 2 hours community service. Court dismissed. Okay. Ja. Was wäre passiert, wenn wir noch Mrs. Blunt an Piermont angerufen hätten? Das wäre es auch interessant gewesen. Ja. Und was hat uns das jetzt gebracht? The notice is glued. Door, court, see link. Doors are unremarked. Ah. Oh Mann, oh Mann. Reden wir mal noch mit dem Portier mal. Vielleicht gibt's da was Neues. Excuse me. Do you know anything about a subway? I've dreamed about them. Really? First of all, I'm swimming around like... Then I get sucked up this long tunnel. It's all wet and warm, you know? I was talking about a real subway. What would you do if you found a body? Go through its pockets. No, seriously. A girl I know has been murdered. It's a sign of the times. There's nothing as cheap as human life. With the exception of this club. How do you know it was murder? I only met her a few hours ago. And she was fine then. My advice is to keep quiet. You can't help her now, so look after yourself. Or you might wake up dead one morning. Ja, okay. Never mind. Gibt's vielleicht im Club was Neues mit den Gallagher oder so? Okay, es gibt tatsächlich was Neues. Die Band spielt nicht mehr. Excuse me. Is there a subway around here? Oh, there used to be. The club was named after the station. Where is the subway station? You're standing in it. See the area in front of the stage? The track ran right through there.
Okay, das heißt, wenn wir in den Weinkeller kommen, kommen wir je nachdem auch in die U-Bahn. Aha. Never. Is there a subway around here? What? I'm looking for the subway. What are you, a train spotter? Hear that, Gallagher? This guy's a train spotter. There's no law against that. Only because there aren't any trains. Look, guys, I'm not a train spotter. Who asked you? Okay, Barmann. Vielleicht können wir jetzt auch die Musicbox anklicken, nachdem die Band nicht mehr spielt. Probieren wir mal. Vielleicht geht's ja jetzt hart. Auch wenn ich nicht weiß, was es bringt, aber wir probieren es einfach. Ausprobieren muss man es einfach, weil sonst kommt man meistens nicht weiter. The green select button is lit. Es geht also tatsächlich. Na dann, Spiel war's. Hey, Music Lover. If you're looking for the best in sound, I got 'em. The music of the spheres right here on Earth. So come on, get your fingers on my buttons. Let's make beautiful music together. How offensive. Why they put voices in these machines is beyond me. I'm all warmed up for you, baby. Shut up and let me check the selections. Oh, Lord, it's mostly country and western. Nobody's perfect. Ah, there are three tunes by the resident band. So, what's your choice, big boy? Du suchst es, ohne zu finden, so cool wie du und weißer Sand. Ich hab keine Ahnung, nehme einfach mal als Erster. You search, but find nothing. Bringt das jetzt irgendwas? The select button isn't lit. Oh. Leuchtet nicht mehr? Huh. Ah. Deswegen geht's auch nicht. Hi. Wir kommen jetzt an sein Glas ran. Wenn wir schnell genug sind. Haha. Sehr gut. Wir haben seine Fingerabdrücke auf dem Glas hin. Die fertigen Fingerabdrücke seines Benutzers. Wie kriegen wir jetzt die Fingerabdrücke runter? Ich hätte da eine Idee. Da wir ja in einer Cyberpunk-Welt leben und implantieren können, können wir vielleicht die Fingerabdrücke an unserer Hand implantieren lassen? Wenn ihr wisst, was ich meine? Ich weiß nicht, ob es geht. Im Normalfall hätte ich jetzt sowas genommen wie Puder und Tesafilm oder so, aber... Damit hätte es wahrscheinlich auch nicht hingehauen, aber na ja, gut. Damit hätten wir es ja nur aufnehmen können, aber dann hätten wir es ja nicht an der Hand zum, ihr wisst schon, was ich meine. Probieren wir mal aus, ob das geht. Ich weiß es nicht. Ach, selbst wenn wir in die U-Bahn kommen, dann fehlt uns doch noch immer noch der Virus aus dem Cybernet. Gute Frage. Hallo, Dr. Excuse Burke. Me. Thanks again for the port, Doc. It's a pleasure to do business with you. Okay, Excuse das war's. Me. Thanks again for the... It's a... Okay. Geht also nicht. Excuse me. Can you match my fingerprints to those on this glass? Oh, yes. My machine will do that automatically. It's not against the law, is it? Whatever gave you that idea? Don't security use them to check people's identities? If they do, it's the first time I've heard of it. The usual procedure for identification of suspects
is a retina scan at the post-mortem. Now, about these prints you requested. Open the panel on my machine and insert the glass. Then place your hands in the otodermatum. Will this hurt, Doc? Oh, yes. Quite considerably. Also, es geht doch mit dem Glas. Und es sieht tatsächlich schmerzhaft aus. Okay, damit müssten wir jetzt da runterkommen. Aber ich frage mich immer noch, wie das mit dem Virus ist, weil das fehlt uns ja dann immer noch. Aber vielleicht findet man da unten noch irgendwas. Aber gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.